herzlich willkommen zu MSWTV, dem mittelalterlichen Sportwürfelsender. Ja, im Rennen ist jetzt gerade Roland. Er muss nur noch ein Spiel gewinnen. Er spielt gegen Butch. Das Spiel heißt Kniffelknobeln, wir wissen es nicht. Aber sie spielen jeweils nur mit einem Würfel. Lass uns würfeln. Gut. Und jetzt geht's los. Die letzte Runde beginnt. Wer gewinnt? Na? Eine 5. Verdammt, eine 2. Herr mit den 50 Goldstücken. Verdammt, jetzt habe ich fast mein ganzes Gold verloren. Ganze 400 Goldstücke. Du hast mich vollkommen ausgenommen. Respekt. Das ist vor dir noch keinem gelungen. In dich muss Belia selbst gefahren sein, so wie du gespielt hast. Hat er sich kaputt gelacht. Ja, also, das war eindeutig ein Gewinn für Roland. Und jetzt können wir bestimmt noch mehr erfahren. Ich grüße euch alle Zuseher von Odyssey im Auftrag des Königs in der Version 2.6.3. Butch wird gefragt, gebt mir was zu trinken. Nein, eben nicht. Ja, ich glaube, ich sollte mal eine Nacht drüber schlafen und den Sieg erstmal selber feiern. Ja, das war doch eine richtig gute Geschichte. Ja, in der letzten Folge habe ich es abgebrochen. Was heißt abgebrochen? Ich habe eigentlich weitergemacht, um halt eben nochmal hier kurz anzufangen. Und wir werden hier, Moment mal, wie spät haben wir es eigentlich? Ich habe ja noch gar nicht geguckt, wie spät wir haben. 18.04 Uhr, das ist mir zu spät. Obwohl schön dämmert, dann werden wir mal hier. Nein, ich bin hier falsch. Wo kann ich denn pennen? Aber ich kann ja hier irgendwo Matthäus Bude, also Ex-Bude, mal hier eine Runde schlafen. Und das machen wir bis zum nächsten Morgen. Und dann geht's weiter mit dem Abenteuer Loyalität der Orksöldner. So, ich habe Butch beim Würfeln alles Geld abgenommen, 400 Goldstücke. Vielleicht kann ich ihn ja jetzt zum Sprechen bringen, wenn ich ihm die Hälfte des Goldes hierfür anbiete. Das hört sich gut an. Das sollte ich aber nicht in der Kneipe machen. Ah, da dies sonst die anderen Söldner mitbekommen. Butch scheint jeden Mittag zum Hafen zu gehen. Das wäre eine Gelegenheit, mit ihm ungestört zu sprechen. Gut, dass wir da jetzt erstmal nachgelesen haben, dann können wir ja gleich nochmal ein Mittagsschläfchen halten. So, die Lotti. Und dann drehen wir uns um und speichern erstmal ab. Dann gehen wir mal zum Kai runter. Nee, nicht den Kai mit Namen, sondern den Hafen-Kai. Um dort Butch zu treffen. Um Mittagszeit. Mitternachtszeit. Nein, um die Mittagszeit. Mitternacht ist ja schon längst vorbei. Diese Besinnung, wo ist er denn, wo ist er denn? Ist er das, ist er das? Ja, da ist Butchiko. Hallo, mampfst du? Mittag? Ich schlage dir einen Handel vor. Ja. Ich schlage dir einen Handel vor. Was für einen Handel? Du gibst mir ein paar Auskünfte über die Söldner und ich gebe dir die Hälfte vom Gewinn zurück. Also 200 Goldstücke. Na schön, warum nicht? Das ist leicht verdientes Geld. Zumal ich fast nichts mehr in der Tasche habe. Aber verpfeif mich bloß nicht bei den anderen. Wenn jemand mitkriegt, dass ich etwas verrate, bin ich bei den anderen Söldnern unten durch. Keine Sorge, ich werde nichts verraten. Hier hast du das Gold. Das ist gut, dann fragen wir ihn mal aus. Was hältst du von Grant? Von Grant? Gar nichts. Und warum nicht? Weil er zu wenig für uns tut. Wir hätten nach der Eroberung von Corinnes viel mehr Beute bekommen können. Aber Grant hat sich von Donshak bequatschen lassen. Das wäre Evans nicht passiert. Wer ist Evans? Evans ist Grants Stellvertreter. Er hat sein Haus hier im Hafen und der, sage ich dir, hätte mit Donshak anders gesprochen. Ganz anders. Aber seid ihr nicht auf die Orks angewiesen? Vielleicht ist ja Grants Methode besser. Ach, was weißt du denn schon davon? Gar nichts. Und von wegen, wir wären auf die Orks angewiesen. Es ist genau umgekehrt. Ach ja? Ist das so? Ja, das ist so. Den Hafen haben wir ganz alleine erobert, da die Orks sich viel zu lange unten bei den Schiffen aufgehalten haben. Und welche Rolle haben die Schwarzmagier und Adepten gespielt? Gar keine. Die Wichtigtour wurden überhaupt nicht gebraucht. Keine Ahnung, warum Donshak die mitgeschleppt hat. Die Orks haben sich nun mal mit den Assassinen von Varan verbündet. Denke, dass dies der Grund ist, warum die Kerle mitmussten. Denken auch andere Söldner so schlecht über Grant? Eine ganze Menge. Ich bin nicht der Einzige, der Ansicht ist, dass Evans der bessere Anführer wäre. Und schon bald wird er es auch. Wieso? Plant Evans etwa, Grant abzusetzen? Nun, genaueres weiß ich jetzt nicht. Da müsstest du mal Hamlet fragen. Hamlet? Ja, er ist Evans rechte Hand und ist zurzeit Kerkermeister hier in Corinnes.
Du findest ihn im Gefängnis, wenn du mit ihm sprechen willst. Ja, toll, da komme ich aber nicht hin. Super. Speichern. Schauen wir doch zuerst, was im Logbuch steht. Realität der Ork-Söldner. Butch würde jetzt gesprächiger. Er sagte mir, dass mehrere Söldner mit Grant unzufrieden wären und am liebsten Evans als Altführer hätten. Anscheinend will Evans Grant ablösen. Aha, ja klar. Also, ich rede. Moment. Er gab mir den Tipp, da ist jetzt der wichtige Hint, mich an Hamlet zu wenden. Dieser ist zurzeit der Kerkermeister von Corinnes und im Gefängnis zu finden. Am besten gehe ich mal ins Gefängnis und rede mit Hamlet. Haha, wenn ich da überhaupt reinkomme. Hoffentlich komme ich ungeschoren hinein. Ansonsten muss mir Grant weiterhelfen. Das heißt also, wenn ich... ich muss also ins Gefängnis. Halt, Hockwache. Keinen Schritt weiter. Was ist los? Das Gefängnis darf nicht betreten werden. Das ist los, Mora. Aber ich... Kein Aber. Du gehst. Und das sofort, sonst... Schon gut. Bin schon weg. Ja, okay. Dann müssen wir wieder zu Grant hin. Vielleicht kann dir uns weiterhelfen, so wie es im Log steht. Und, konntest du was herausfinden? Ich bin an der Sache dran. Gut, ich hoffe, du brauchst keine Ewigkeit dafür. Einiges kann ich dir schon mitteilen. Rede. Die meisten Söldner sind auf deiner Seite. Allerdings gibt es mehrere, die Evans gerne als Anführer hätten. Verdammt, das habe ich mir gedacht. Hast du noch was herausgefunden? Von Butch habe ich erfahren, dass Evans plant, dich abzusetzen. Allerdings habe ich noch nicht herausfinden können, wie er das anstellen will. Dieser Mistkerl. Aber ich habe keine Angst vor Evans. Donchak vertraut mir und darauf kommt es alleine an. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass du Evans nicht unterschätzen solltest. Du hast recht. Wir müssen unbedingt herausfinden, was er plant. Vielleicht kann uns Hamlet weiterhelfen. Hamlet, der ist Evans rechte Hand. Glaube nicht, dass er dir Evans Pläne verraten wird. Abwarten. Wo befindet sich Hamlet jetzt? Hier im Gefängnis. Er passt auf den gefangenen Paladin auf. Gut, ich werde mit Hamlet sprechen. Die Ork-Wache lässt mich aber nicht durch. Kein Problem, sag einfach, dass ich dir die Erlaubnis gegeben habe, das Gefängnis zu betreten. Ja klar, das kann ja jeder sagen. Der Schlüssel, den werden wir nochmal irgendwann mal kaschen. Erlaubnis gegeben haben, mal gucken, er will doch bestimmt einen Beweis haben. Halt! Keinen Schritt weiter. Ich habe von Grant die Erlaubnis, das Gefängnis zu betreten. Ha, das kann ja jeder behaupten, sag ich Mama. Ich glaube dir kein Wort. Wie du willst. Aber dann werde ich Grant sagen, dass du dich um seine Anordnung einen Dreck scherst. Na schön. Du darfst durch. Wenn du mich aber belogen haben solltest, Mora, werde ich Hackfleisch aus dir machen. Oh, ich habe ja so eine Angst, Hackfleisch. Und dann machen wir daraus eine Soße Bolognese, lecker zu Spaghetti, na klasse. Wo ist Hamlet? Hier ist Hamlet, Hamlet. Sich als Verschwörer ausgeben. Okay. Weil ich dir was mitteilen soll. Ich komme von Butch. Von Butch? So. Was will er denn mir mitteilen? Er will dich warnen. Anscheinend hat Grant mitbekommen, dass man vorhat, ihn abzusetzen. Was? Verdammt! Weiß Grant etwa, dass Evans und ich dahinter stecken? So viel ich weiß noch nicht. Das kann sich aber schnell ändern. Ihr solltet da Grant so schnell wie möglich absetzen, aha, bevor er euch auf die Spur kommt. Keine Sorge, wir sind schon dabei. Ich habe Mark ein Schreiben von Evans mitgegeben, das er Kadosh geben soll. Dieses Schreiben wird Grant das Genick brechen. Das garantiere ich dir. Aha, dreist fragen, was in dem Schreiben steht. Soll ich das fragen? Ich frag es mal. Wenn du es sagst, was steht denn in dem Schreiben? Es ist dort, aber halt. Was rede ich denn da? Warum sollte ich dir das erzählen? Ich kenne dich ja gar nicht. Wer bist du? Ein Freund. Na wenn schon. Auch wenn du von Butch kommst, heißt das nicht gleich, dass ich dir alles verrate. Ich werde dir nicht sagen, was in dem Brief steht. Das Ganze geht dich nichts an. Und ich rate dir eins. Halte bloß die Klappe und verrate nicht, was wir beide besprochen haben. Sonst bist du ein toter Mann.
Ja, Hamlet, der verkappte Assassine von der Stimme her. Aber hier soll ja irgendwie noch ein Paladin, Cedric, kann man den ansprechen? Wer bist du? Ein Paladin? Hier? Wer bist du? Ich bin Schwertmeister Cedric, Paladin des Königs. Die Orks haben mich gefangen genommen, als ich für Lothargen erkunden sollte, wie es um Corinus steht. Aha. Und mehr nicht? Es wäre einfach, sein Geldbeutel zu stehlen. Da muss ich aber lange Arme haben, um durch die Gitterstäbe zu kommen. Nee, lassen wir ihn mal. Ich müsste dann sozusagen dann hier, aber das mache ich lieber nicht. Wenn ich den Hebel hier betätigen würde. Ach, ich kann ja noch was lesen. Gucken. Was haben wir denn hier? Das Gesetz der Insel. Okay, gut. Ich dachte, das Gesetz des Kerkermeisters. Aber nein. Nochmal gucken ins Logbuch. Der gefangene Paladin. Ach, Moment. Da ist ja noch ein Hint. Er wurde von Orks angegriffen, laut Hagen herausfinden wollte, wie es um die Stadt steht. Vielleicht kann ich ihn ja irgendwie helfen. Solange er gefangen ist, sollte ich aber erst nach Mitternacht weiter mit ihm reden. Dann sind wir ungestört und können nicht belauscht werden. Das ist doch mal wieder ein Hint. Nein, ich brauche nochmal hier einen Hint. Ich konnte Hamlet weismachen, dass ich Verschwörung eingeweiht bin. Er verriet mir, dass Evans vorhat, seine gewissen Seite zu kommen und Grenzruf so nachhaltig beschädigen, dass Donnchak ihn absetzen wird. Der Überbringer dieses Schreibens ist der Söldner Mark. Ich sollte Grant sofort hierüber informieren. Wenn ich das jetzt nicht mache und ich gehe jetzt zu Mark rüber, der hier so lecker schmiedet. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Option. Nein, gibt es nicht. Er besitzt ja laut Aussage ein Schreiben. Ja, dann bleibt mir wohl nichts weiter übrig, als Grant nochmal was zu erzählen. Und, konntest du was herausfinden? Ja, Hamlet hat mir etwas sehr Wichtiges verraten. Wie, du konntest ihn auf unsere Seite ziehen? Nein, ich habe ihn nur überlistet. Ich sehe schon, du bist wirklich zu gebrauchen. Was hat er dir gesagt? Rede. Evans und Hamlet haben vor, dich bei Donnchak anzuschwärzen. Tatsächlich. Wie wollen Sie das machen? Die Verschwörer haben dem Söldner Mark ein Schreiben mitgegeben, das deinen Ruf ruinieren soll. Dieses Schreiben soll einem gewissen Kadosch gegeben werden. Anscheinend hat dieser wohl großen Einfluss auf Donnchak. So ist es. Der Schamane Karosch ist Donnchaks wichtigster Ratgeber. Mist. Donnchak wird unbedingt auf Karosch hören, wenn dieser ihm rät, mich durch Evans zu ersetzen. Ich muss unbedingt wissen, was in diesem Brief steht. Du sagst, dass Mark dieses Schreiben jetzt bei sich hat? So hat es mir Hamlet gesagt. Wer ist dieser Mark? Unser Schmied. Du findest ihn hier in der Kaserne. Soll ich Mark das Schreiben abjagen? Wenn du dir das zutraust, gerne. Ich möchte hierzu nicht einen von meinen Leuten nehmen. In der jetzigen Situation traue ich jetzt lieber niemanden. Gut. Ich werde mir dann Mark vorknöpfen. Leg ihn aber bloß nicht um oder fange mit ihm eine Prügelei an. Sonst kriegen die anderen Verschwörer noch Wind von der Sache. Gut, dann werde ich den Brief am besten stehlen. Wenn Mark den Brief überhaupt bei sich hat. Vielleicht hat er ihn ja auch versteckt. Da der Brief so schnell wie möglich zu Karosch soll, wird er ihn wohl bei sich tragen. Es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Wie auch immer, ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Wenn du mir hilfst, die Verschwörung zunichte zu machen, sollst du reich belohnt werden. Ja, das hört sich doch gut an. Reich belohnt werden. Okay. Ja, jetzt wird wahrscheinlich eine neue Option da sein bei Mark. Wo ich das aktiviere, werde ich mal speichern und mit Mark reden. Es wäre gewagt, seinen Brief zu stehlen. Dann wage ich es mal. Wow, ich hab's geschafft. Aufgrund der Geschicklichkeit, die ich habe. Bin ja über 80, ne? Ja, 82 sogar. Dann gucken wir mal, was in dem Brief steht. Brief an Karosch, da ist er. Großer Karosch, ich muss dir leider mitteilen, dass unser Anführer Grant eine Menge Gold unterschlagen hat. Dass Donnchak und den Kriegern der Orks gehört. Aber noch schlimmer, Grant plant Verrat. Er will sich mit den Männern von Lord Andre verbünden, da dieser ihm viel Gold dafür angeboten hat. Evans. Oh, hört sich gar nicht gut an. Soll ich das machen? Oh Mann. Ich speichere lieber mal. Ja, Grant.
Ich habe den Brief der Verschwörer. Ich habe den Brief der Verschwörer. So, zeig her. Verdammt, wenn diesen Brief Karosch zu lesen bekommt, bin ich erledigt. Er bekommt ihn ja nicht zu lesen. Du kannst ihn ja jederzeit vernichten. Ich weiß nicht. Es wäre nicht gut, den Brief einfach verschwinden zu lassen. Und warum nicht? Was hindert Evans daran, einen neuen zu schreiben? Nein, damit habe ich nichts gewonnen. Und was willst du dann tun? Karosch soll den Brief bekommen, aber du sollst ihn dem Schamanen bringen. Karosch soll den Brief bekommen? Bist du dir da sicher? Ja, das bin ich. Wenn du diesen Brief in meinem Auftrag Karosch bringst, wird er sehen, dass ich mich vor Evans Verleumdung nicht fürchte. Du sagst ihm, dass mir das Schreiben zufällig in die Hände gefallen ist und ich dich beauftragt hätte, es unbedingt Donchak zu zeigen. Sag ihm weiter, dass diese Verleumdungen haltlos sind und von Evans nur benutzt würden, um meinen Job zu übernehmen. Und du glaubst, dass man dir das abnehmen wird? Nein, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich habe keine andere Chance. Gut, ich werde den Brief Karosch geben. Wo finde ich ihn? In der Oberstadt. Sag der Wache, dass ich dich schicke und sie wird dich durchlassen. Wow, jetzt kommen wir endlich in die Oberstadt. Fulminant gut. Ja, in die Oberstadt. Jep, nochmal gucken. Nachricht für Karosch. Jep, okay, da steht das Gleiche drin, was auch der Grant gesagt hat. Hallo, dann kommen wir ja auch mal ans Rathaus. Wäre toll. Halt, keinen Schritt weiter. Ich habe von Grant die Erlaubnis, die Oberstadt zu betreten. Ist das so, Moran? Zu wem willst du denn? Zu Karosch. Oder ist der große Schamane nicht da? Doch, Karosch ist da. Du darfst passieren, Moran. Vielen herzlichen Dank. Jep. Ja, und jetzt sehen wir auch, dass im Regen viele Orks rumstehen. Weil dieser Belia schreit. Schrecklich. So, wo finden wir denn den? Bestimmt im Rathaus. Würde ich mal schätzen. Würde ich mal denken. Aber am Rathaus sind doch noch Werkzeuge. Die ich ja für Carsten brauche. Carsten, hörst du mich? Was denn, hörst du mich? Am Rathaus. Wenn das hier das Rathaus ist. Oder ist das hier das Rathaus? Naja, muss ich nachher nochmal suchen gehen. Vielleicht ist es im Garten, da wo der Gärtner mal war. Bevor ich zu Karosch gehe. Ja, also, stopp, was war da? War da was Weißes? Irgendwas Weißes auch geblitzt? Nein, das war es nicht. Hängen bleiben. Was ist die Versetzung? Was ist denn hier los? Hat's da schon immer? Stopp, da ist was. Nein, nicht den Kopf gegen den Balken hauen. Da war doch was. Irgendwas mit Eisen. Brecheisen. Ui. Mein Brecheisen. So, mal die Leiter auslassen. Gucken. Oh, das hier das Mörtelteil. Oh. Was ist das hier noch? Ein Hammer. Haha. Sodele, so wird doch wirklich ein Handwerksmeister draus. Und da wird... Ja, und hier ist die Kelle. Thank you. Werkzeug kann man immer gut gebrauchen. Das ist, glaube ich, noch das letzte Teil, was ich für Carsten brauche. Soll ich mal aufs Dach steigen? Nee, geht nicht. Okay, ich kann, glaube ich, hier ganz bequem hier runterspringen. Dann haben wir das auch. Werkzeug kann man immer gebrauchen. What do you say? Schauen wir mal. Wo sind wir? Waffen? Werkzeug kann man immer gut gebrauchen. Ich habe auf der Baustelle... neben anderem Werkzeug nur die Kelle finden können, wenn die Raspel und Hobel tatsächlich hier gelegen haben, wird sie jemand mitgenommen haben. Oh nein! Da einer der Flüchtenden hierfür wohl kaum Zeit gehabt hat, kann nur einer der Eroberer in Frage kommen. Doch wer? Es müsste jemand sein, der solche Werkzeuge braucht. Ich sollte in der Stadt die Augen offen halten. Also die Augen aufhalten. Vielleicht arbeitet irgendein Ork oder Ork-Söldner mit Holz. Da fällt mir auch spontan einer ein. Und zwar der an Torbens Stelle steht. Gucken wir mal. Ist hier ein
ist hier ein Chuck-Schamane. Mutana Ork Elite. Ich glaube, ich liege mit meiner Vermutung nicht ganz so richtig. Nee, dann gehen wir mal hier das Treppchen hoch. Wer ist er denn? Ein Adept. Oh ja, und noch ein Adept. Oh. Donchak. Hallo Donchak. Und du bist auch nur eine Wache. Ein Diener. Hallo. Erstmal speichern. Hallo. Was fällt dir ein, Mora? Ich habe keine Zeit für einen Sklaven. Was? Wieso nicht? Ich hab was Wichtiges für dich. Wer bist du? Was? Du weißt nicht, wer ich bin? Nein. Ich bin Donchak, oberster Kriegsherr des Orkheeres von Korinis. Und das merke dir. Mich spricht nicht jeder dahergelaufene Mora an. Verstanden? Ich werde es mir merken. Das will ich dir auch geraten haben, Mora. Und nun verschwinde. Es wäre schwierig, seinen Brief zu stehlen. Moment, was mache ich für Karosch? Ach so, ich muss den Karosch finden. Jetzt habe ich den mit Donchak verwechselt. Mist. Aber trotzdem werde ich mal versuchen, den Brief zu stehlen. Ich habe natürlich gespeichert. Ui, wir haben ihn. Dann gucken wir noch mal nach. Ach ja, wo Donchaks Brief ist. Ihr Brief an Donchak. Großer Donchak, es ist gelungen. Mit Hilfe des Meisters werden schon bald unzählige Untote eurem Kampf beistehen. Oha. Die Scharen des Meisters werden schon bald ausgesandt werden, wenn ihr es wollt. Wenn dies euer Wille ist, so sendet mir Nachricht nach Varant. Ich bin zurzeit in Ashdod ist es. Gruß Almansor, Magier Belias. Okay. Dann müssen wir gucken, wo der andere Ork ist. Aber hier wird er nicht sein. Wo könnte er denn bloß bleiben? Oh, hier kann man schlafen. Hier mal die Treppe runter und... Wo könnte der sein, der Karosch? Mutana? Was ist das? Das sieht ja toll aus. Das ist der große Sessel für den obersten Ork. Heeresführer. Tja. Gucken, hier ist noch ein Turm. Passt da ein Schlüssel? Ja, da passt ein Schlüssel. Oder es war nicht verschlossen. Die gute Frage. Leere Wasserflasche. Ich stibitze mir die mal. Okay. So, wie viel Waffenbündel habe ich? Ich hab, glaube ich, nur 3. Ein Apfel. Ah, ja. Lecker Apfel. Ja, das war es dann wohl. Gut. Auf in die Flucht. Wo ist dieser Karosch hin? Dann müssen wir wohl jetzt jedes Haus hier abklappern. Aha. Nein. Leute, ich suche nach dem Menschen. Nach dem Ork. Und werde mich wieder melden, wenn ich ihn gefunden habe. Ich habe was entdeckt. Und zwar hier oben im ersten Stockwerk. In einem Nebenzimmer. Ja, da ist das Nebenzimmer. Gibt es hier einen Schalter. Den betätige ich mal. Da schiebt sich hier diese Kommode daneben. Und was haben wir? Ein Vergessenspruch. Schön. Haben wir das auch schon mal entdeckt. Ich schalte mich wieder ein. Wo wir beim Thema Schalter sind, da ist mir noch was aufgefallen. Und zwar hier, nachdem ich hier so ein bisschen was gelootet habe, gibt es hier einen Schalter. Und Moment, man muss immer zweimal betätigen. So, da geht plötzlich da... da geht plötzlich die Wand runter und hier ist eine Truhe. Schön, speichere ich das mal.
Da wollen wir sie mal knacken. Ja, ich weiß. jetzt haben wir hier ein Buch. Gesammelte Erfahrung. Mhm. So ein braun eingeledertes Buch. Schauen wir mal gleich nach, was das bedeutet. Gesammelte Erfahrung. So, das könnte dieses sein. Ja. Erfahrung plus. Aha, und wie viel kriege ich? 250? Verstehe. Und das Buch hat er aufgegessen. Es ist nicht mehr da. Ist einfach so verschwunden, das Buch. Mal gucken. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht richtig rein. Dann werde ich dann mal weiter nach dem Ork suchen. Ja, da ist er schon. Kleiner Spruch. Da wusste ich nicht, dass er schon gleich hier um die Ecke lauert. Gucken wir mal, was er zu sagen hat. Hallo. Hallo. Was ist, Mora? Warum störst du mich? Darf ich wissen, wer du bist? Ich bin Karosch, Schamane und Berater unseres Kriegsherrn Donschak. Aber nun störe mich nicht länger. Karosch hat zu tun. Ja? Möchte Donschak sprechen? Den habe ich ja schon. Grant schickt mich. Ich soll dir dieses Schreiben geben. Du sagst, Grant hat dich mit diesem Brief zu mir geschickt, Mora? Ist das wahr? Ja, Grant will damit sagen, dass er vor Evans Verleumdung keine Angst hat. Das war sehr klug von Grant. Ich werde das Schreiben Donschak geben und ihm sagen, dass Grant dieses mir geschickt hat. Und dann? Dann wird Donschak entscheiden, wem er mehr Glauben schenkt. Grant oder Evans. Und wann wird sich der große Donschak entschieden haben? Ich weiß nicht, Mora. Donschak hat wenig Zeit. Vielleicht entscheidet er die Sache schnell, vielleicht aber dauert es auch sehr lange. Wer weiß? Ja. Ich möchte Donschak sprechen. So? Und warum? Ich möchte ihm meine Dienste anbieten. Ha! Wer bist du schon? Donschak hat genug Männer, die ihm dienen. Einen unbedeutenden Mora wie dich braucht er nicht. Ja, okay. Dann ist gut. Wir haben ja mit Donschak schon gequatscht. Orkscher Oberst. Hier ist noch ein Adept. Gut, bevor ich da irgendwas sammle oder sonst irgendwas. Ja, gucken wir trotzdem mal hier in die Räumlichkeiten rein. Was ist denn hier los? Bettzeug oder was? Sehen aus wie Betten. Also das ist ja gut gemacht. Was ist denn das für ein Easter Egg hier? Was sind das für schöne neumodische Hüte? Okay. Die erinnern mich an irgendeine Mode, kommen aber nicht drauf. Ja, und dazu passt natürlich auch genau diese Bekleidung, die Oberbekleidung. Das ist ja hier, sind nochmal diese Hüte. Ich kann mich gar nicht erinnern. Gibt es das im Original? Oh, hier, was ist denn hier? Armbanduhren? Nein, das ist ein Gürtel. Also schön, schön gemacht, schön gemacht. Herrlich. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. War mir klar. Dann werde ich mich mal jetzt zu diesem Orkschen Schreiner begeben. Wegen der anderen Werkzeuge, damit wir das auch mal erledigt haben. Und da beame ich mich dann hin. Na, Brambak, dann zeig mal her, was du hast. Was machst du hier? Ja. Was ich hier mache, Mora? Brambak arbeitet. Brambak baut einen Schrank. Du baust einen Schrank? Wozu? Das weiß ich noch nicht. Brambak arbeitet nun mal gern mit Holz. Hast du denn das passende Werkzeug? Ja, das habe ich. Einen Hammer, eine Säge und einen Hobel. Einen Hobel? Wusste gar nicht, dass ihr Orks sowas kennt. Ha! Natürlich weiß ich, was ein Hobel ist. Ihr Morras haltet euch für schlau. Und uns Orks für primitiv. Aber ihr seid doch nichts weiter als überhebliche Schwachköpfe. Wenn du meinst, woher hast du denn den Hobel? Ich habe ihn an der Baustelle in der Oberstadt gefunden. Da hatte ich auch eine Raspel gefunden. Doch die ist mir leider zerbrochen und ich habe das unnütze Ding ins Meer geworfen. Nein! Was soll denn das?
Würdest du mir den Hobel verkaufen? Nein, Mora, vergiss es. Brambak braucht den Hobel selber. Und wenn ich dir viel Gold geben würde? Pah, behalte dein Gold. Brambak braucht es nicht. Am besten verschwindest du jetzt. Brambak hat schon lange genug mit dir geredet. Wirklich keine Chance? Ah. Na, Brambak, dann werde ich doch mal dir den Hobel abluchsen. Ja, jetzt haben wir den. Ja, dann gucken wir nochmal. Unter Werkzeug kann man immer gebrauchen. Wieso hat er den sehr? Brauchen wir den Hobel nicht verkaufen? Da werde ich ihn stehlen müssen. Gewalt sollte ich vermeiden, da ich sonst alle Orks, ist klar. Baustellwerkzeug mitgenommen. Die Raspel ist leider zerbrochen, sodass ich für Carsten eine andere suchen muss. Leute. Und es dämmert schon. So etwas Beklopptes aber auch. Ja, und diese Folge werde ich nun auch mal wieder beenden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt Kommentare, gebt einen Daumen und ich verabschiede mich mit einem Schlaflied für Roland. Tschüss.